Nur ganz leicht gedamaged. Was mit dem passiert? Ah, oh. Und ich schieß den noch im Kopf gerade. Ich gebe zu, das war nicht sonderlich gut justiert. Aber was soll's? Hier haben wir eine Gesundheitsstation. Da gibt's Energie. Ich dachte gerade, ich habe noch einen Zombie gehört. Hallo? Achso, Gesundheit ist voll. Da kommen wir nicht durch. Jetzt höre ich gerade ein paar Vögelchen. Das ist bestimmt ein gutes Zeichen. Das heißt, die Freiheit ist nah. Sommerwiesen. Ach du Scheiße. Ich weiß, da war eine Tür, aber ich wollte mal gucken, wo es hier oben noch hingeht. So, das haben wir uns auch geholt und hier unten ist jetzt die besagte Tür. Mit einem Warnhinweis. Kann ich hier eigentlich... Hallo? Ich komme nicht durch die Tür? Ach! Na, hier sieht's aber lauschig aus. Ach du... Jetzt in Block D8. Warnung. Sterilisatoren und Hemmfelder eventuell beeinträchtigt. Flugüberwachung 6 und 8. Sofort gemeinsam einschreiten. Psst, psst, psst. Oben oder unten? Wo seid ihr? Sichtkontakt. Die sagen mal, gehen rein, aber die gehen nicht rein. Mist, jetzt fliegt ja noch ein Viech rum gerade wieder. Blitz, Blitz, Blitz! Kontakt mit Ziel! 1, 2, 5, 4, 3, 2, Blitz, Blitz! Da oben sehe ich den noch, da unten sehe ich den noch gar nicht. Da soll man ein bisschen näher kommen. Wie sein Freund da drüben. Boah, Alter, ganz ehrlich, schwarz auf schwarz. Ich weiß nicht, wie es bei euch auf YouTube ist, aber bei mir sind die einfach schwarz auf schwarz und dann sehe ich die überhaupt nicht mehr. Aber ich gebe zu, ich habe den Monitor auch anders eingestellt, wegen Outlast momentan. So, da ich Outlast nämlich momentan lieber sehr dunkel spiele, um mich da auch ein bisschen reinzufühlen. So, und dann stelle ich den Monitor immer nicht zurück bei anderen Aufnahmen, wie zum Beispiel hier gerade und es ist dunkel. Klappt aber trotzdem ganz gut eigentlich. Auch wenn ich nicht immer Shift ranne. Muss ich da jetzt echt runter? Naja, dann was soll's. Hast du recht, muss ich erstmal aufstellen. Michelle, aktivier sie. Es gibt Soldaten auf allen Seiten. Ziel ist im Bekämpfungsbereich eingetreten. Alle verbleibenden Einheiten sind in der Acht. Und eingreifen. Ziel ist im Bekämpfungsbereich eingetreten. Es geht los. So, du hältst mir den Rücken frei, hoffe ich.
Ich hoffe, die kommen jetzt nicht von hinten. Was? Boah. Ich speichere mal gerade. Mist, wo ist das andere Ding? Boah, Scheiße! Das kam unerwartet. Ich bin tot, rede nicht mit mir. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd. Gut zu wissen, dass die auf beiden Seiten kommen. Boah. Das ist doch scheiße, man muss echt schon wissen, von wo die angreifen, bevor man die Geschütztürme positioniert, sonst hat man hier keine Chance. Und wo ist der zweite Geschützturm hin? Ich gehe mal ganz kurz gucken nur. Halt die Schnauze! Oh, das habe ich auch nicht gesehen. Schwarz auf schwarz, es tut mir leid. Boah, das gibt's doch nicht! Leck mich am Arsch! Boah, leck mich alle am Arsch! Jetzt schlag doch zu! Es ist echt eine Katastrophe. Ich suche mir jetzt irgendein Räumchen. Hallo?
So, hier bin ich wenigstens nicht von zwei Seiten angreifbar. Ich hätte die Geschütztürme gleich hier vor den Raum aufstellen sollen. Sie kommen von überall her. Ich bin eh gleich tot. Ja, sorry, ey, das geht nicht. Ich guck mal ganz kurz, ob ich das nicht schlauer machen kann. Die 1702, 1704, da war ich schon im Geschäft, im Gefecht, meine ich. Okay, das ist ein Scheißspielstand. Da bin ich schon mittendrin. Verflechtung 16.58 Uhr. Ich weiß nicht, ob das ein guter Spielstand ist. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Jetzt komm doch mit, Mann! Alter! Wo ist der Raum? So. Dann da noch einen hin und den dritten. Dann haben wir nämlich nur einen Raum, den wir bewachen müssen und nicht dieses Mittelding hier. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. So, und den setze ich. So, den setze ich mal hier hin. Es geht los. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. Ich weiß es nicht genau. Boah! Ich vermute mal, damit haben sie alle drei auf einmal ausgeschaltet, die Säcke. Wo sind die hin? Alter, leck dich doch am Sack! Ist sehr hilfreich gewesen jetzt. Ich speichere mal zwischendurch. Das ist beruhigend. Na super. Was? Ach, jetzt hab ich... Ich weiß noch nicht, wie ich hier durchkommen soll. Das ist mir echt ein Rätsel. Ich weiß noch nicht, wie ich hier durchkommen soll. Na, zum Glück sind die doch auch doof. Da muss irgendwo ein Soldatennest sein. Sie kommen von überall her. Ja, ohne Muni bringt das hier irgendwie auch nichts mehr.
eingesetzt sein. Sie kommen von überall her. Ach, tatsächlich? So, an die Energie komme ich gerade nicht. Na, super. Tschüss. Rage Quit. Rage Quit. Rage Quit. Rage Quit. Rage Quit. So, willkommen zurück bei Half-Life 2 nach einem kleinen Quit voller Freude, sage ich mal. Quid pro quo. Ja, das weiß man nicht so genau. Ich mache hier mal ganz kurz Hilfsenergie. Ich mache mal wieder Gesundheit voll. Ich glaube, die Soldaten kommen eh erst, wenn wir alles aufgestellt haben. Die Frage ist natürlich, wo wir alles aufstellen. Wenn die Soldaten von überall kommen. Ich habe jetzt überlegt, ich gucke mir hier mal alles genau an, hole jetzt erstmal die ganze Munition nochmal raus. Ich habe extra noch bis da oben nochmal weitergespielt. Das war jetzt nicht sonderlich lang, weil ich zum Glück so viele Saves habe. Habe hoch was? Achso, ich dachte, da steht was. Aber so können wir ja ganz in Ruhe erstmal alles abfrühstücken und erstmal überlegen. Das ist voll. Können wir uns überlegen, wo wir die Sachen überhaupt hinmachen wollen. Das weiß ich jetzt so nämlich auch noch nicht. Eigentlich am besten wäre es natürlich irgendwie in die Ecken zu stellen. Wobei die dann aber auch schnell da sind. Es sei denn natürlich, man stellt das hier in die Ecke. Dann könnt ihr da zielen und wenn Leute hier um die Ecke kommen. Aber dann werfen die natürlich auch Granaten auf mich. Ich überlege mir das gerade genau. Und der andere könnte dann quasi hier auf die Seite noch. Also entweder mache ich den dann hier noch mit hin. So, in diese Richtung. Ich weiß noch nicht genau. Ich weiß noch nicht genau. Ich probiere es einfach mal aus. So, kleiner Mann. Nee, das ist nicht richtig. Ich glaube, so rum ist das ganz gut, ne? Dann kommt da jetzt kaum einer rum und dann müssen die Soldaten erstmal in die Tür kommen. Und dann auf dieser Seite da auch nochmal. Komm mal her, kleiner Mann. Hm? Dann mache ich den mal dahin. Dann kann der da auch gleich das Tor unter Beschuss nehmen. Der nimmt da unter Beschuss. Ich speichere mal lieber gerade. Pass auf, ich mache jetzt mal... Ich lade jetzt mal die Taschenlampe auf. Ich versuche jetzt mal alles vorzubereiten. Ein bisschen, einfach mal ein bisschen mehr bedacht. Die Leute, die das Spiel schon kennen, die wissen natürlich, wie es geht. Mir geht das eben nicht so. Ich muss... gucken, wie ich das hier Ganze, wie ich das Ganze vielleicht ein bisschen strategischer aufbaue. Das Problem ist, sobald ich das Ding droppe, kommen, glaube ich, die Soldaten auch schon. So, die Frage ist, ich mach das in diese Richtung, ne? Das heißt, ich muss das... Warte. Siehst du? So, und ich selber stelle mich mal hier hin. Nein! Das ist ja wohl ein Witz. Ich lade, also das lade ich jetzt nochmal. Das gibt's doch nicht, Alter. Das darf doch nicht wahr sein. Ach, Alter, leck mich doch am Arsch. So, das hier ist der richtige Speicherstand. Das darf doch nicht wahr sein. Das erste, was kommt, ist eine Granate hier rein. Die wollen mich verarschen, Alter. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Die Position hier war eigentlich super. Müsste ich vielleicht hier unten reinstellen. Und dann selber diesen Bereich da freihalten. Mal gucken, ob das hinhaut. Ich weiß es nicht. So, mal gucken, wenn ich das jetzt hier hinstelle. Muss ich aber weiter in die Ecke tragen. Ziel ist im Bekämpfungsbereich eingetreten. Es geht los. So.
Und ich stelle mich jetzt selber hier hin. Ich hoffe, das klappt auf jeden Fall, dass die beiden anderen mir die andere Seite frei halten. Ohne, dass da großartig Granaten fliegen. Boah, ich werde jetzt hier alle 2 Minuten speichern, ich weiß es genau. Ich hasse diese Stelle schon jetzt. Ah, okay. Die packen das eigentlich ganz gut, weil die da über Kreuz sind, sobald einer versucht, eins der anderen Dinger wegzuräumen. So, speichern. Ich hoffe, das klappt soweit ganz gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bis jetzt ein guter Lauf. Speichern. Wie sieht's aus? Geht's beiden noch gut? Sehr gut. Speichern. Eingetroffen, eingetroffen, eingetroffen. Speichern. Taschenlampe laden. Ach, Gott sei Dank. So, die ballern beide noch. Alter, 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 alter. Für die Braut zum Altar, ey. Winkt doch noch ein bisschen. Ja, wirklich. Ist mir noch nie aufgefallen. Ich spiele ja, spiel die Szene nicht schon zum 3 Milliarden Mal. Boah. Was war das denn gerade? Speichern. Na komm schon. Scheiße. Okay, Gordon, ich lasse das hier sein und komme jetzt zu dir. Wir sehen uns dann gleich. Super, ich danke dir. Ach, super. Alter, wo bleibt jetzt das Ding? Jetzt kommt's. So, sorry Leute, ich muss mal ganz kurz hier ran. Ich hoffe, niemand will mir hier Unbill so lange. Speichern. Alter, ey, nur Geballer hier. Wie viele Patronen haben diese Viecher überhaupt? Ach, Madame schaut auch mal rein. Natürlich sind jetzt keine Soldaten mehr übrig. Wäre noch schöner. Ist ja unfassbar, aber zumindest hat's funktioniert. Die Dinger hier haben souverän alles, alter Schwede. Alter. Huch. Verzeihung. Sorry, leck mich. Hat länger gedauert. Ja. Du hättest wohl Hilfe gebraucht. Jetzt bleibe ich aber bei dir. Nee, danke. Lass verpiss dich. Nö, will ich nicht mehr. Ich schmolle. Alter.
Wie viel sind denn das? Dutzendweise einfach. Warnung. Überwachungssysteme inaktiv. Übrige Stabilisierungseinheiten. Boah, hallo Ruckel? Ausschalten melden. Was heißt hier, komm schon? Also ein bisschen verschnaufen werde ich ja wohl dürfen, oder was, Madame? Hier, guck mal. Erstmal eine Fanta ziehen. Alter Schwede, ich bin immer noch so auf 180. Zack, Gesundheit ist auch auf 100. Jetzt nochmal einen richtigen Speicherstand. Ey, sorry, das muss ich nochmal ganz kurz machen und dann... Und dann laufen wir mal der Alten hinterher. Ich frage mich gerade, wann es zu dieser Unsitte geworden ist in irgendwelchen Shooter-Games. Das war ja schon bei anderen auch so, dass man dann irgendwann so eine Arena absperrt und dann einfach dutzendweise Gegner da reinschmeißt. Hauptsache, man muss sich da irgendwie durchmetzeln und hängt dann da irgendwie eine Viertelstunde mindestens drin rum. Krepiert auch ständig. Also ganz ehrlich, bei 4-3 hat man das Gleiche schon. Da ist der Frustlevel dann auch so extrem hochgegangen an genau diesen Stellen. Und ich glaube, das ist hier bei Half-Life 2 teilweise genauso. Ich glaube sogar, Half-Life 2 ist die Mutter dieser komischen Arena-Kämpfe. Ich bin einfach nur froh, dass wir durch sind. Einfach nur froh. Boah.